bevor ich meine erste Platte rausgebracht habe, hat ein Filmemacher begonnen, einen Film über mich zu drehen und wollte seinen Film The Rise and Fall eines Berliner Pop-Romeos nennen. Und dieser Titel ist mir nicht mehr aus den Gedanken gegangen. Mein Rise and Fall bezieht sich nicht auf meine Karriere. Es bezieht sich nicht auf einen Aufstieg als Musiker, der in der Presse ist, der bekannt ist, der vielleicht in Ostasien ein Idol ist und der dann aber irgendwann, wie es den meisten Musikern oder Künstlern geht, wieder in Vergessenheit gerät, sondern es bezieht sich auf einen inneren Aufstieg und einen inneren Fall, wenn man so will. Natürlich erwarte ich von dem Leser, dass er die Ironie, die in diesem Größenwahn steckt, auch mitdenkt, dass er sie versteht und dass er nicht denkt, aha, größenwahnsinnig, arrogant, sondern dass er das Augenzwinkernde mit dabei erkennt. Also das Buch handelt im Grunde von meiner gesamten Musikerkarriere. Einige Phasen sind deutlicher beleuchtet, ausführlicher als andere, aber es beginnt 1999, als ich das erste Mal mit der Berliner Musiker- und Künstlerszene in Kontakt kam, und es endet 2012. Der Romantiker, der eine paradoxe Sehnsucht nach einer Rückkehr in ein verlorenes Paradies hat. Und davon handelt dann das Buch zum Großteil, von diesem Junkie auf Entzug, der versucht, zurückzukehren in ein Gefühl, das er außen sucht, das aber eigentlich in ihm selbst zu finden ist. Und das versteht er nicht, das merkt er nicht, das merkt er zu spät. Das Buch ist autobiografisch, von A bis Z. Und es ist auch nichts Erfundenes darin. Ich halte die Liedtexte immer sehr abstrakt, die meisten. Und deshalb ist vielleicht in der Stimmung des Liedes, in dem Gesang viel von mir drin. Aber in den Texten nicht ausreichend, so dass ich alles gesagt hätte, glaube ich. Natürlich ist eben ein wichtiges Thema des Buches der Culture Gap oder der Kulturschock, ne? Was wollen die von mir? Was meinen sie? Verstehen wir uns richtig? Also ich hatte überhaupt keinen Bezug zu Asien. Selbst als ich schon zwei-, dreimal dort gespielt habe und durchaus Popstar oder Indie-Popstar war und diese ganze Maschinerie mitgemacht hatte und auch Frauen kennengelernt habe und meinetwegen Freunde gewonnen hatte, hatte ich, glaube ich, noch nach wie vor keinen Bezug zu Asien. Und diesen Bezug zu Asien habe ich erst herstellen können durch Laura Chan, beziehungsweise diese unglückliche Liebe, dieses erwähnte Erweckungserlebnis in Taipeh. Dann habe ich mich dem geöffnet in einer sehr stürmischen Art und Weise.